Also die Galerie ist genau am 21. Oktober 1990 eröffnet worden. Das war damals ein Riesenspektakel. Es war der erste private Kunsthandel im Lande Sachsen-Anhalt. Und losgelegt habe ich in meiner eigenen Wohnung. Mit einer Sondergenehmigung, wie das damals war, in der dritten Etage. Das hat sich dann im Laufe der Jahre etwas verändert. Und jetzt sind wir hier in der Lerchenfeldstraße. Wir zeigten also nicht nur Bilder, sondern wir befleißigten uns immer, etwas für die anderen Sinne bereitzuhalten. Ein paar Musiker haben musiziert, da gab es immer schönes was zu essen. So ist der Begriff Galerie Fünf Sinne entstanden, weil das also auch das Programm war. Und ein Initiator, leider schon verstorben, unser Freund Gernot Schmidt-Kunter, regte an, dass sich eine kleinere Gruppe zusammenfand, die vor allem das Thema Figur, Porträt und Aktfotografie sich vorgenommen hat. Und wir waren fünf Leute und da haben wir uns die Gruppe 5 genannt, angelagert an der Galerie 5 Sinne. Eigentlich war das das schlussfolgerte sich aus sich selbst heraus. Zur Gruppe 5. Ich habe schon den Initiator erwähnt, der leider vor anderthalb Jahren verstorben ist. Das war, sagen wir mal, unser großes Vorbild. Und wir vier, die wir übrig geblieben sind, also die beiden Damen, das ist die Elke Busching, Antje Ohl, dann ist es der Pianist Wolfram Merkel und meine Wenigkeit. Und im Herbst jeden Jahres stellt die Gruppe 5 in der Galerie 5 Sinne ihre neuen Fotos aus.